Weil die so ein Auge drüber hatten. Ich gehe erstmal Hauptquest. Ich werde nicht instant aus der Stadt geworfen. Ich habe hier was Interessantes für euch. Worum es geht? Na, um den Ätherofen. Wenn ein Lebewesen stirbt, erscheint ein Ätherkristall. Das wisst ihr doch sicher, oder? Die Ätherpartikel im Körperinneren werden... Wie war das? Ach egal, genug Theorie. Wenn etwas stirbt, kommt ein Ätherkristall raus. Und das Beste kommt jetzt. Haltet euch gut fest. Okay, halt mich fest. Dieser Ofen komprimierte Äther... Dieser Ofen komprimiert Äther und entfernt Verunreinigungen. Und so entstehen Ätherjuwelen. Mensch. Ihr seid ja gar nicht aus dem Häuschen. Ich sehe schon, ihr kapiert nicht, wie unglaublich toll das ist. Gebt euch das. Dieser Ofen schmiedet automatisch Juwelen. Er verdichtet den Scheiß. Ich hab's schnell gedrückt. Ätherjuwelen können euch ungeahnte Kräfte verleihen. Nicht nur im Haushalt gelingt damit alles im Handumdrehen. Nein, auch für militärische Zwecke sind Juwelen sehr praktisch. Man braucht nur Waffen oder Rüstung mit Sockeln. Was ist? Ach, wie auch immer. Probiert es einfach aus. Ihr habt die zwei Juwelen. Steckt sie einfach in einen Sockel. In deine Waffe passen sie sicher wie angegossen. Okay. Das klingt doch schon mal sehr nett. Max KP, Stärke. Das ist nett. Das macht mich schon mal einen Tacken stärker. Ich will irgendwie rennen. Kann man noch rennen irgendwie? Nee, ne? Ach du großer Gott. Ach, Reisepunkte. Moment. Ja, lol. Ich meine, das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Aber okay, cool. Das ist praktisch. Danke. Danke, Spiel. Danke. Ob Nephi alle Trophäen macht in Xenoblade? Wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht. Wird sich zeigen. Colonel's gonna explode. Crashing the mobile artillery into a house. How long have you been in the force? Sorry, sir. It's just that we were trying to go as fast as we could, like you ordered. But it's impossible to get back to the military district in only 40 seconds. I don't want any excuses. Champions don't whine, they win. Yes, sir. You're a disgrace to the uniform! Are you forgetting the shame you brought on this force during joint maneuvers with Colony 6? Stick your back into it, maggots! Move it! Yes, sir. Get the artillery back to the military district, double time! Then I want a million press-ups from both of you, and you better not stop until your biceps explode! Colonel, we can't move the artillery. I'm loaded up. What? You better give a damn good reason why. Was sind nochmal die Settings? Ich habe das Gefühl, der hat die Settings nicht übernommen, dass die Musik ein Takt leiser sein soll. The ether fuel proceeded to leak out, and now the cylinder is empty. Well, change the cylinder then. Can't you even do something as simple as that? The auxiliary cylinders have all been used up. It'll be 3 days until more come in, sir. I told you to keep a stock of fuel in reserve. Sorry, sir. You're nothing but slackers! Same old Colonel. At this rate, the men will all be dead before they see any action. So, darf ich jetzt in die Settings? Musikspiel leiser. So.
Okay. Ja. Oh nein. Dass der Kommandeur eine Quest für uns hat? Nein. Okay, Gott sei Dank. What's up? Seid ihr schon mal der See-Magdalena begegnet? Sie erscheint nachts im See, unterhalb des Ausblickshügels. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr sie für mich beseitigen könntet. Seid vorsichtig und passt euch auch hier auf. Okay, die See-Magdalena. Na dann. Na dann. Was haben wir denn hier noch so? Da ist noch eine Quest. Die ist mittags immer bei Erik aus dem Forschungslabor. Da läuft was. Oh, hi. Es kommt viel zu selten vor, dass ich offen reden kann. Ich habe es satt, mich ständig um diese Nichtsoße zu kümmern. Tag. Hier ist für Tag. Weißt, unsere ganzen Quests sind wieder anders hier. Mein Gott. What's up? Außerhalb des Geschäftsviertels treiben sich Zackenzanga rum. Würdet ihr so nett sein und euch für mich um diese Biester kümmern? Hilft beim Schutz der Kolonie. Okay, machen wir. Prima. Keine besonders leichte Aufgabe, ihr schafft das schon. Okay. Und noch, oh nein, du hast auch wieder 50 Quests. Niedliche Unkore, aber wenn die doch niedlich sind, warum sollen wir die weghauen? Und noch eine. Komm. Koloniekrabbel, die hauen wir auch weg. Bin reich, wenn ich fertig bin. Man schwebt so, wenn man wieder landet. Vielleicht sind welche an der Niedlichkeit verstorben und stellen somit eine Bedrohung dar. Ich glaube, Katzenbabys sind schlimmer. It's a Monado. All right, Shulk. How are you? Dixon! When did you get back to Colony 9? Just now. I see you've been busy. Looks like your Monado research has been going well. I made the right choice leaving you in charge. Your research notes really helped. So, you can activate it now, then. Well, anyone can activate it. The problem is controlling it. Yeah, for everyone except him. Yes. If anyone other than Dunban were able to control the Monado, we could surpass any military force in the world. You think so? What are these hidden functions you mention? It's still only conjecture, but it's starting to look like the Monado might be something far more significant than just a weapon for defeating Mekon. Ich hatte noch eine Freisprecheinrichtung und Bluetooth und man kann damit telefonieren. To support your theory? It's the symbol that appears in the center when it's activated. What I know is, the central piece is made from multi-layered glass. The symbol appears on the top layer and each layer is constructed differently. So it's possible that other symbols could appear on different layers. Which means? The Monado might conceal even more power. Am I right? If we could just unlock the Monado's power. Wenn das so der Protagonist könnte. Dunban. Das wäre ja crazy. Dunban. Dunban! Don't look like that. I haven't come yet. Oh. Shulk. Oh. Huh.
was the Monado. It was controlling me. Even so, it saved us. Saved our future. Wieso weiße Schrift auf weißem? Das ist immer ganz schlimm. Dunban. Well, I better get the supplies delivered to the defense force. I'll drop round the HQ and see how they're getting on. Okay, then. I'll see you later. Shulk, you're spending too much time in the lab. Hat der Praktikant geschlafen. Either that or rummaging for junk in the scrapyard. Ich finde die Schrift und die Textboxen eh ziemlich, uncool. Sagen wir es mal so. Die wirken so weird platziert und die Schriftart ist auch mehr so meh. Aber so war das bei der Wii damals. Die Wii hatte ständig so komische Schriftarten in den Textboxen. Das haben die jetzt halt nicht geändert. Is it time to eat already? You didn't have to bring it yourself. You could have just called me. Don't be silly. Do you want me to feed you? Don't treat me like an invalid. I'm better than I was a year ago. Much better. I really thought I lost you back then. Yes, but now I'm almost well enough to handle the Monado again. Dunban, don't say that. The Mechan have gone now. Why would you say that? I just mean I'm prepared. Sorry. Okay. More importantly, eat up before it gets cold. I made something really special today. Don't feel like you need to stay here then, Fiora. Go and make your next delivery. Huh? Well, I'm sure you'd like Shulk to try some while it's still hot. That's okay. Shulk has no sense of taste. He'll say it's delicious even if it's stone cold. In which case, today he would actually mean it. Maybe. I'm fine, Fiora. Off you go. Okay. Dunban, thanks. Du, so wird das aber nichts mit dem Monado. I'm not finished yet. I have to be prepared to use the Monado again. Jetzt bin ich Fiora. Okay. Okay. Und eigentlich ins Gesicht zoomen. Aber die Kamera ist sehr auf den Mittelpunkt. Okay. Hey, Fiora. Dixon. Looks like you're in a hurry. Where are you off to? I just thought I'd take Shulk some food. I'm on my way to the lab. Shulk's not there right now. Really? I just sent him out to get some fresh air. Du kannst dann noch springen. Outlet Park. That's the one. Okay. Thanks, Dixon. Klar ins Gesicht. Ja, wirklich. Glaubt man mir das nicht mehr? Ja, aber dass da nichts zu sehen ist, sieht man ja schon. Ne? Ist natürlich super gelöst. Ja, Boobs-Physik gab's halt damals noch nicht. Aber ein bisschen? Ein bisschen Boob-Physik ist vorhanden. Okay. Natürlich nicht so viel wie in 2.
Aber zwei war aber auch anders. Sagen wir mal anders. Ich will jetzt eigentlich nicht kämpfen, weil... Oh, Nias, meh. Oder meh, 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 meh. Account-Daten von Nintendo. Ja, werden doch ständig Daten geleakt. Einfach seine eigenen... Wenn sowas rauskommt, einfach sein Passwort ändern. Und gut ist... Wenn PayPal mit inbegriffen ist in diesen Account-Daten, seine PayPal-Sachen vielleicht ändern. Alles easy. Ist das mit den Nintendo-Account-Daten nicht schon ewig her? Oder wieder alt, oder? Zwei Wege-Authentifizierung anschalten, dann ist eh alles Latte. Weißt du? The Monado. It's the only sword that's effective against the Mekon armor. They say that before time began, it was wielded by the Bioness. The same Bioness that we all live on. It must have a secret. That's how Dunban was able to destroy so many Mekon. And why he lost the use of his right arm. If I can just unlock the secret of its power. Shulk! Fiora! Mmm. This is great. It tastes so good. Really? It's amazing. Oh, Shulk. You say that every day. Ja, aber wenn es doch so ist! It's always delicious. But today, it's amazing. Oh, really? Yeah. Oh, thank goodness. I used some special herbs and spices today. So if you said it was just the same as usual, I'd know for sure you had no sense of taste. What? Oh, nothing. Weißt du, er sagt, es ist lecker. Und trotzdem nicht zufrieden. Das muss dann besonders lecker sein, weil sie andere Kräuter benutzt hat. Mann. Yeah. Aber trotzdem lecker. I never thought it could be so quiet here. You're spending too much time with Ryan. You're getting used to all the noise he makes. Yeah, maybe. It's so peaceful. You know, Shulk? I hope every day can be like this, always. Huh? The debris siren. Strange. There hasn't been much falling lately. Ist das smart? There might be more on the way. Ich meine, wenn diese Geschütze das so vaporisieren, dass da nur noch Staub runterkommt, okay. Aber ist das smart, sowas abzuschießen und die Gefahr bestehen zu lassen, dass sich das aufteilt und ganz viele runterfallen? Aufmuntern. Okay. Oh nein, Harmoniegespräche. Oh nein. Oh nein. Es gibt sie hier auch. Und hier haben wir auch schon direkt das erste. Nein, warte. Und ich muss sie vorlesen. Oh nein. Hey Schulke, weißt du noch?
Als wir klein waren, haben wir hier den Sonnenaufgang beobachtet. Ja, ich erinnere mich. Du hattest Streit mit Dunban. Ich hatte dich eingeladen. Jetzt, ich weiß nicht, was richtig ist. Ich nehme das. Was erzählst du denn da? Als ob du mich jemals zu irgendwas eingeladen hättest. War es nicht so? Nein, Dummerchen. Ich hatte mich mit meinem Bruder verkracht und hier versteckt. Stimmt, jetzt weiß ich es wieder. Wenn ich mich recht erinnere, wolltest du mich heiraten. Das ist eindeutig falsch. Habe auch ich Ärger bekommen. Ja, weil ich Dunban gesagt hatte, dass ich weglaufen will. Und dann die ganze Nacht hier bei dir war. Armer Dunban. Er war fast krank vor Sorge um dich. Ja, ich weiß. Heute tut es mir leid, dass ich das gesagt habe. Und es tut mir leid, dass du wegen mir Ärger gekriegt hast. Schließlich habe ich dich gezwungen, bei mir zu bleiben. Ach was, das habe ich gern getan. Ich würde es wieder tun. Nur Cutscenes sind vertont. Diese Nacht zählt zu den schönsten Erinnerungen meiner Kindheit. Ich weiß, worauf diese Gespräche hinauslaufen. Schulk ist immer der Arsch, der nichts Nettes gemacht hat. Okay, hab's verstanden. Wie kann ich denn jetzt wieder auf Schulk wechseln? Ist egal eigentlich. Ich glaube, solange ich das Monado noch nicht habe, ist das relativ wumpy. B? Was? Das wurde mir nicht erklärt, glaube ich. Bin verwirrt. So. Dann gehen wir mal ein paar Questmonster klatschen. B drücken wir doch hier. Hä? Wo sind denn die ganzen... Sind die hier... Hä? Ah, die waren doch nicht hier. Die sind irgendwie da drunter, oder? Richtig weird. Die sind hier... Hier unten gab es noch einen Weg, ne? Oh Gott. Ich kann hier runterfallen. Wenn du die Quest verfolgst, wird dir der Weg durch seine angezeigt. Warte. Erstmal speichern. Easy Game. Wollte ich jetzt hundertprozentig machen. Ja. Gruppengebietsliste, Zeit, Missionsbuch. Ja, wenn ich jetzt wüsste, welche das ist. Auf aktiv setzen. Ah ja. Ah, da unten, guck mal. Da, fuck. Das ist ein Harmoniegespräch. Ei, wie toll. Oh nein. Oh nein. Nira, Nira. Nira, Nira, so allein. Will Freund zum Spielen, aber so wenig Nopon hier. What the fuck? Ihr habt bestimmt schon 10 Stück gesehen. Hey, stimmt etwas nicht? Ich denke, das bräuchte jemand unsere Hilfe. Nicht wahr, Schulk? Komm, wir fragen mal, was los ist. Kann Nira Nira dir was sagen? Hier ist ein Homs-Junge, heißt Lukas. Nira Nira will Freund mit ihm sein. Okay. Holy shit. Nicht Brief lesen. Okay. Die Harmonie zwischen Fiora und mir explodiert gleich. Wieso sind denn hier schon wieder so viele... Ach, das ist der Teil der Stadt, wo ich noch nicht drin war. Also doch, aber nicht zu der Uhrzeit. Hey, ihr grünen Schnäbel, habt ihr denn eine Minute für den ältesten Bewohner von Kolonie 9? Ich hätte da eine Bitte. Erzähl, ich bin gespannt. Eigentlich ist es dasselbe alte Lied, ihr wisst schon. Mein Rücken macht mir einmal mehr zu schaffen. Ich nehme an, ihr könnt euch vorstellen, was ich brauche. Bringt mir ein wenig Unkoröl. Okay. Ihr könnt das Öl von den Unkorn in dieser Gegend erbeuten. Ja, wir müssen ja eh Unkorn zerstören. Leuchtender Schatz ist weg. Muss jeden Tag Schatz angucken, sonst ganz furchtbar traurig. Sucht jemand leuchtenden Schatz für mich? Die Nochon-Dame hat etwas verloren. Okay. Danke, Pon. Ist sicher irgendwo im Wohnviertel. Gehe nie weit weg, zu anstrengend.
Findet leuchtenden Schatz, ja? Das ist Lou. Scheiße, ich habe Lou gefunden. In letzter Zeit beschweren sich die Kunden, mein Stand sei zu dunkel. Sag mal, könnt ihr mir vielleicht leuchtende Steine besorgen? Ja, komm. Alles annehmen. Und wenn wir dann irgendwo rumlaufen, haben wir immer irgendwo Quests. Überall. Well? Als Kind war ich ein richtiger Insektenfan, aber mein Lieblingsinsekt ist sehr selten geworden. Wenn ihr es seht, würdet ihr es für mich fangen? Fangen? Riesenhornisse habe ich schon. Das habe ich vorhin gesammelt. Mission erfüllt. Bestätigen. Nice. Okay, fangen heißt, es ist ein Item. Dann ist ja okay. Könnt natürlich auch den Teleport benutzen. Machen wir auch. Einfach mal dahin. Das ist die Kekse-Dame. So. Es gibt auch wieder Kollektionen, wo du die Sammelpunkt-Items registrieren kannst. Gab es das in zwei? Ich erinnere mich nicht mehr dran. Schwimmsandalen. Junge Freundschaft. In X. Ah ja. Stimmt. X habe ich nicht so weit gespielt, aber ich erinnere mich da an was. Stimmt. X war weird. X habe ich nicht gespielt. Obwohl X ich irgendwie, weiß nicht, manchmal verspüre ich das Gefühl, X spielen zu wollen. Aber ich weiß nicht warum. X soll mega scheiße sein. Okay, ist nicht verfügbar. Da unten sind die Gegner. Überall sind Gegner. Okay, dann gehen wir jetzt hier rechts runter und dann machen wir am Stand die ganzen Kröten weg. Ich weiß, die Charaktere in X sollen halt so flach wie Pfannkuchen sein. Von der Tiefe her. Also. Einzigartige Gegner. Stärker. Stufe 5. Jetzt muss ich natürlich erstmal lernen, was heißt, ne, das hatten wir ja bei 2 auch. Da gab es ja diese legendären Gegner. Wie viel stärker muss ich sein, um die easy wegzumachen? Wenn man sie mit Pfannkuchen vergleicht, haben sie noch richtig Tiefe. Lasst uns kämpfen, Trophäe. Okay. So. Der greift mich jetzt so nicht an, das ist nett. Kann ich hier den anderen da hinten noch machen? Muss drauf achten, was die Fähigkeiten machen. Hier von hinten macht der Wuchtschlag mehr Damage. Das lässt Feinde schwanken. Darauf muss ich jetzt erstmal wieder achten. Erst die ganzen Attacken machen. So, die Quests haben wir. Den machen wir später. Wir gehen jetzt erstmal den Strand entlang. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ihr Hintern wackelt so nett. Da muss ich nicht auf Schulk wechseln. Okay, hier sind gar keine Monster mehr für die Quest. Das waren alles nur die Krabben.
Ist so hypnotisch, oder? Wackelt Shulks Hintern auch so? Nein, wollte ich nicht. Das ist ein gutes Argument. Ich hoffe, du würdest wirklich so laufen. Ja, so flump, flump, flump. Da hast du noch so ein extra Gelenk. Das ist halt mega übertrieben. Wie wechsle ich denn den Anführer? Gruppe. Beckenschmerzen, Ink, ist so. Ah, guck mal, Hulks Hintern. Shulks Hintern auch. Der wackelt auch so krass. Nicht so auffällig wie bei Fiora. Aber ist vorhanden. Everyone, let's go! I'm gonna go all out. In Seeflami. I'm really feeling it. I can do it. I'm really feeling I it. I can. Scream Edge! Hey? We can definitely do this. Butterflies! Oh. That was too easy. We've definitely gotten stronger. Haben wir noch mehr Seeflamis hier? Ja, follow. Oh shit, Fiora ist bald down. Die tankt gerade alles, glaube ich. Dreh dich doch nicht so schnell um. Ich weiß nicht, was es bringt. So weglaufen und so bringt wahrscheinlich nichts, ne? Das ist wie in 2. Die treffen dich dann wahrscheinlich durch Wände und 500 Kilometer immer noch mit ihrem Angriff. Die Homs haben einen extra Muskel dafür. Ein Gelenk. Muss ein Gelenk sein. Ich glaube, mit einem Muskel kommst du da nicht weit. Good luck, everyone. I'm feeling pretty good. Looking good too, Fiora. Come on, we can do it. Let's keep up this pace and finish the job. Ha! We can definitely do it. We're the best. We've definitely gotten stronger. Ich glaube, bringt nur was, wenn du wirklich aus dem Kampf fliehen willst. Okay. Und wenn ich natürlich Angriffe von der Seite machen möchte, ne? Und von hinten und so. Treff nicht über die halbe Map, wenn du wegrennst. Ja, haben wir ja ein 2-Auge gehabt. War ja immer das Geile. Bist weggerannt und die machen irgendeinen Laser und der Laser trifft dich über die halbe Map noch. Wie Mutti mit Pantoffel. Irgendwie ist die Voice Line von ihr mir sehr bekannt. Ich habe auf ihre Voice Lines im Kampf jetzt gar nicht gehört. Alles, was ich immer höre, ist I really feeling it. I really feeling it. Ah, guck mal, die kennen wir. Die gab es auch in 2. Das ist hier das eine Vieh, was wir gefüttert haben, was dann immer größer wurde und dann das beste Monster zum Farmen wurde später. Womit man sich unendlich Sachen farmen konnte. Ach, war das schön. Kolonielachs. You can't escape me. Right, let's do this. Good luck, everyone. Split edge. Wie soll denn ein Fisch schwanken? Er hat doch gar keine Beine. I can do it. I know I can. We've definitely gotten stronger. Das war einfach. Okay. Don't forget me.
Was heißt Gold? Baby Armor, Stufe 9. Ah, das heißt zu stark wahrscheinlich. Okay. Ja, wenn, dann haben sie es ja aus Teil 1 geklaut. Rot ist zu stark. Okay. Gelb ist sehr stark. Okay. We can't lose. Good luck, Achso. We can definitely do this. Looking good too, Fiora. Take this. Irgendwie vermisse ich diese Voicelines ja schon. Don't forget me! Aber wir kriegen bestimmt auch neue Voicelines hier. Everyone! Kann da nicht rein. Das Wasser ist zu tief. Ich würde gern gegen diese Fleder kämpfen, aber sie ist zu weit weg. Warte, ich hol sie. Jetzt hat der Theater einen britischen Akzent. Ja, hier doch auch. Die sind doch auch mega britisch hier. Ich will doch nur dieses Fleder-Item. Wieso kriege ich es? Was ist das? Schwerer Unkor. 39. Das ist nicht amerikanisch, Loldrop. Mm-mm. Du hast die Cutscenes nicht gehört gerade. Das ist fucking britisch. Das ist nicht amerikanisch. Never. Never. Hallo? Ich würde gerne gegen sie kämpfen. We can't lose. Good luck, everyone. Power. Oh, scheiße, jetzt habe ich den anderen Auge getriggert. Yeah. Okay, just one more lap. I can do it. I know I can. All right. I'm feeling it. I'm feeling it. Und warum ist Fiora schon wieder am Sterben? Don't give up. Ja, geil. This isn't going well. This isn't going well. Mm. Das, ja. Ja. Die Seeflamis sind Arschloch. Mache ich die halt hier? Ah, das sind aber auch so viele. Ich will nur einen davon triggern. Komm. Stöhnt sie so. Falsch Schaden mit lustig. Habe ich bei zwei auch geschafft. Jetzt schon. Sag ich ihrer Mutter. Die Mutter der Seeflamis, oder? Wieso quietschst du, wenn du in die Küche kommst? Wieso quietschst du, wenn du in die Küche gehst? Du hast gequietscht. Ja? Wieso seid ihr so? Nicht du, der Chef. Wir haben Schnur gemacht. Okay, was ist los? Müde. Madame ist müde. Ja? Oh nein. So. Warum seid ihr so und du reagieren? Schnur ist eine sinnvolle Verwendung von Punkten, finde ich. Finde ich auch.
Just press on and on and on. On. All units respond. Mann. Ich hab schon Angst davor, wenn es irgendwann komplett dunkel ist in diesem Zimmer während eines Streams und dann das angeht. I press on. Australisch? Ja, es ist australisch. Es ist schon so, ja. Aber nicht amerikanisch. So. Holzhasid. Nee, wir spielen ein Horrorspiel. Wird nie passieren, aber ja. Erschrecken kann man mich. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich mich davor erschrecke, weil ich krieg's ja in dem Falle mit, dass die Nanoleaves ja was machen. Und visuelle Sachen erschrecken mich jetzt, also Lichtsachen erschrecken mich ja nicht so. Wenn ich... Habe ich schon mal gesagt. Wenn ich 1000 Subs habe, spiele ich ein Horror-Game. Never gonna happen. Ich bin safe. Easy. Wir haben immer noch den Skischer mit den 1000 Subs. Ja, sag ja. Seid ihr eine Quest? Ihr seid nicht angezeigt als Quest. Egal, ich töte euch trotzdem. Wie viele hast du jetzt? Keine 1000. Jeder 100er Sub-Bomb. Let's go! Hör auf, dann muss ich noch mehr Steuern zahlen als dieses Jahr schon. Hat mir gereicht. Ich will nicht noch mehr. Warum ist hier eine Quest eingezeichnet? Wo ist sie oben? Nee, hä? Sehe ich nicht. Oder unter mir, ja, irgendwie so. Ja, wahrscheinlich unter mir. Na, genau da hört der Zaun auf. Zackenzanger. Brutale Pheromone. Oh, den haben wir zerstört. On. Im Wasser bekommst du keinen Fallschaden. Das ist gut. You're always worrying, but thanks.